Vor mindestens 5 Jahrtausenden fanden friedfertige Schafshirten am Fuße der 14 Flammen einer riesigen Vulkankette Dracheneier. Dieses Ereignis sollte den gesamten Lauf der Geschichte verändern. Die Hirten zähmten die Drachen und machten sie zu der fürchterlichsten Kriegswaffe, die die bekannte Welt je gesehen hat. Diese valyrischen Drachenherren mit hellem Haar schufen einen neuen Staat, der den Untergang für das Großreich der Giskari bedeuten sollte. Valyria für den mächtigen Freistaat haben wir exklusives Bildmaterial der Visual Effects Künstler von Game of Thrones vorliegen. Als sich Westeros von der Langen Nacht erholte und den Krieg gegen die anderen aus den Knochen schüttelte, stieg in Essos, eine kleine Stadt in der Sklavenbucht, zur Weltmacht auf. Die Meister aus der Zitadelle glauben, dass damit das erste Großreich der bekannten Welt entstand. Giss, eine Stadt, deren Fortschritt vollständig auf Sklaverei fußte. Giss kolonisierte unter ihrem Gründer Grasdan dem Großen das gesamte Umland und eroberte eine Region nach der anderen. Jahrhundertelang bestand dieses brutale Großreich ohne einen ernstzunehmenden Feind. Doch dann trafen die valyrischen Schafhirten auf ihre anmutigen Drachen und nichts sollte mehr so sein wie zuvor. Die Valyrer haben viele Geschichten über sich und ihre Drachen ersponnen. Der eine sagte, dass die Valyrer von den Drachen selbst abstammen, der andere, dass die Drachen aus den Feuern der 14 Flammen entsprungen seien. Eines ist jedoch klar, schon bevor die Valyrer nach Westeros kamen, muss es Drachen gegeben haben. Die Bewohner der fernen Stadt Ashai und des Reiches Yeti behaupten, die Drachen seien aus dem Osten gekommen. Eines ist klar, die Drachen haben sich noch vor den Valyrern auf der gesamten Welt ausgebreitet, denn im Norden bis nach Ib und sogar in den Urwäldern des südlichen Kontinents zu Thorios wurden bereits zahlreiche Drachenknochen gefunden. Bis zu den Valyrern war aber niemand wohl in der Lage, sich diese mächtigen Geschöpfe untertan zu machen. Die Valyrer gründeten ein Reich, in dem jeder Bürger mit Landbesitz mitregieren durfte. So nannten sie ihr Reich den Freistaat von Valyria. Es gab keine Könige und die regierenden Familien wurden lediglich von Archonten unterstützt, die aber selbst von den Freistaatlern gewählt wurden. Selten lag die Macht bei einer Familie allein. Die Geschichte Valyrias ist ein Drama voller Zwietracht und Blutsfäden, denn die Drachenherren kämpften mit allen Mitteln um die Herrschaft im Freistaat. Es dauerte nicht lang, bis sie mit dem Reich der Giskari in Berührung kamen. Die Valyrer lehnten die Sklaverei ab und hatten keinerlei Interesse daran, den Expansionsbestrebungen der Giskari tatenlos zuzusehen. So entbrach eine Reihe von Kriegen, die allesamt von den Valyrern gewonnen wurden. Die Schlachten sind mittlerweile zu Legenden geworden. Wann der erste Krieg stattgefunden hat, ist aber leider nicht bekannt. Zu dieser Zeit gab es aber an den Küsten des zitternden Meeres ein Reich namens Sarnor, das sich im Zweiten und Dritten Krieg auf die Seite der jungen Valyrer schlug. Obwohl die Valyrer schon früh wie die Sieger der Kriege aussahen, stellten sich rivalisierende Könige der Sanori auf die Seite der Giskari. Vor etwa 5000 Jahren fand dann der letzte entscheidende Krieg statt. In diesen Schlachten wurden die Giskari vollständig ausgelöscht. Die valyrischen Drachenreiter verbrannten sämtliche Städte der Giskari und streuten Salz, Kalk und Schädel über ihre Felder, damit das Reich nie wieder auferstehen könne. Die verbliebenen giskarischen Städte wurden valyrische Kolonien und die riesigen Pyramiden, Tempel und Häuser fielen dem Drachenfeuer zum Opfer. Traurigerweise schauten sich die Valyrer jedoch eine abscheuliche Angewohnheit der Giskari ab. Die besiegten Feinde wurden in die Sklaverei verschleppt. Sie wurden unter härtesten Bedingungen in die 14 Flammen gesandt, um dort Erze und wertvolle Metalle abzubauen. Die Giskari waren somit die ersten Sklaven der Valyrer und sie mussten Gold, Kupfer und Zinn abbauen, später dann vor allem aber auch das Eisen für den Stahl der legendären valyrischen Schmiedekünstler. Niemand weiß, wie viele Sklaven in den 14 Flammen ihr Leben ließen, aber diese Zahl muss unermesslich hoch sein. Die Sprache der Giskari hat mittlerweile nur noch in Astapor, Yunkai und Meereen überlebt. Dort wird die Tradition der Giskari noch heute verherrlicht. Aber Giss, die einstige Hauptstadt des Giskarischen Imperiums, ist heute nur noch eine Ruinenstadt an der Küste des Golfs der Trauer. Mittlerweile ist aber die unabhängige Inselstadt Neugis gegründet worden, die im großen Weltgeschehen aber keine besondere Rolle spielt, außer dass sich die Stadt im Kampf gegen Daenerys Targaryen in der näheren Vergangenheit auf die Seite Yunkais gestellt hat.
Die Valyrer breiteten sich in den kommenden Jahrtausenden immer weiter in alle Richtungen aus und stürzten die Welt in die Dunkelheit. Sie eroberten eine Region nach der anderen und betrieben eine regelrechte Sklavenjagd. Valyria expandierte sogar bis an die westliche Küste von Essos. Viele flohen vor den Valyrern, so kamen auch die Andalen nach Westeros und brachten den Glauben an die Sieben auf den Kontinent. Die Valyrer gründeten im Westen von Essos zahlreiche Kolonien, die man heute als die freien Städte kennt. Manche wurden von religiösen Fanatikern gegründet, wie Kohor und Norvos. Andere, wie Volantis und Lys, wurden als Handelsniederlassungen erbaut. Die Herrscher dieser Städte waren keine Untergebenen, sondern unabhängig. Sie durften ihre Regenten selbst bestimmen. Dennoch ist es undenkbar, dass sie sich jemals gegen ihre Gründerväter aufgelehnt hätten. Es gab aber auch Städte wie Pentos, die keine Kolonien waren, sich aber der unermesslichen Macht der Valyrer unterwarfen. Die Ursprungsgeschichte von Braavos indes ist einzigartig, denn ein Aufstand auf einer Sklavenjägerflotte sorgte dafür, dass die Schiffe zu einer geheimen Bucht geführt wurden. Hier gründeten die Sklaven eine Stadt, in der die Sklaverei für alle Zeiten verpönt bleiben sollte. In Essos verbreitete sich das Hochvalyrisch als Handelssprache, aber wie viele Regionen wirklich unter die Herrschaft Valyrias fielen, ist bis heute nicht genau bekannt. Nur wenige Chroniken haben bis in unsere Gegenwart überlebt. Es gab mit Sicherheit nur wenige Orte, die es schafften, Widerstand zu leisten. So weigerten sich die Sanori, und zwar erfolgreich, sich den Valyrern zu ergeben. Aber nur kurze Zeit nachdem die Valyrer ihren Untergang fanden, wurden die Sanori von den Dothraki niedergeritten und vernichtet. Am gigantischen Fluss Rhoyn gab es außerdem ein besonderes Flussvolk, das sich gegen den Freistaat stellte. Die Rhoyner kämpften mit ihrer Wassermagie jahrhundertelang gegen die Valyrer, konnten aber dennoch nicht gegen sie bestehen. Nun hatte Valyria in Essos keine ernstzunehmenden Feinde mehr. Von der Meerenge zur Sklavenbucht und von der nördlichen Küste am zitternden Meer bis hin zum Sommermeer war der Freistaat von Valyria das unbesiegbare Großreich in Essos. Etwa 300 Jahre vor Aegons Eroberung und etwa 5 Jahrtausende, nachdem das Reich geschaffen wurde, gründeten die Valyrer ihre westlichste Kolonie, Drachenstein. In dieser Zeit gelang dann auch der legendäre valyrische Stahl nach Westeros. Er ist unverwüstlich, leicht, unvergleichlich scharf, und auf der Klinge finden sich wellenförmige Musterungen. Bereits in diesen Tagen war der Stahl als hochwertigstes Metall der Welt bekannt und überaus kostspielig. Heute ist valyrischer Stahl unbezahlbar, da das Geheimnis seiner Schmiedekunst mit dem Freistaat von Valyria untergegangen ist, denn der Stahl wurde auf übernatürliche Weise geschmiedet, mit einer Magie, deren Geheimnisse bis heute niemand entschlüsseln konnte. Bis an die Küste im Westen gehörte Essos den Valyrern. Drachenstein wurde ohne Schwierigkeiten als die westlichste Kolonie gehalten und die Valyrer machten keine Anstalten, Westeros zu überfallen. Stattdessen mehrten sich Intrigen und Kämpfe innerhalb des Freistaats. Hinter seinen schwarzglänzenden Mauern kämpften 40 rivalisierende Häuser ununterbrochen um Macht und Ruhm. Die Targaryens waren eine dieser Familien, aber bei weitem nicht die bedeutendste. Doch eines Tages hatte die junge Daenerys Targaryen eine folgenreiche Vision. Valyria würde in gigantischen Feuern untergehen. Ihr Vater, Lord Aenar, beschloss, die Worte seiner Tochter ernst zu nehmen und zog nach Drachenstein. Andere behaupten aber, dass Lord Aenar am Hofe in Ungnade gefallen war und deshalb ins Exil nach Westeros aufbrach. 12 Jahre später sollte sich Daenerys angebliche Vision bewahrheiten und so trägt sie den Beinamen die Träumerin. Mitten in der Sklavenbucht ereignete sich eine Naturkatastrophe, deren Ausmaß so noch nie erlebt wurde. Alle 14 Flammen brachen gleichzeitig aus. Manche Maester glauben, dass die Valyrer mit Zaubern den Ausbruch jahrtausendelang verzögert haben und dass der unersättliche Hunger nach den Metallen der Vulkane dafür gesorgt hätte, dass die Zauber nicht mehr aufrechterhalten werden konnten. Was auch immer der Grund für den Ausbruch der Vulkankette war, sorgte dieses Ereignis für den Untergang des größten Reiches, den die bekannte Welt je gesehen hat. Der uralte und mächtige Freistaat musste nach 5000 Jahren das Zeitliche segnen. Binnen weniger Stunden wurde ganz Valyria dem Erdboden gleichgemacht. Die 14 Flammen stießen ein Feuer aus, das so unvorstellbar heiß war, dass selbst die Drachen nicht überlebten. Risse und Spalten in der Erde verschlangen das ganze valyrische Leben und das prächtigste Reich der Welt war auf einen Schlag nicht mehr als ein kümmerliches Häufchen Asche. Sämtliche Chroniken und historische Quellen in den Bibliotheken der Valyrer fielen den Vulkanen zum Opfer. Daher haben die Maester heute große Schwierigkeiten dabei, die genauen Entwicklungen des Freistaats über die Jahrtausende zu rekonstruieren.
Als die Katastrophe von Valyria stattfand, hatten sich nahezu alle Drachenherren in Valyria aufgehalten. Bis auf Lord Aenar und sein Haus Targaryen schafften es nur wenige, in die Kolonien zu fliehen. Auf den Niedergang Valyrias folgte das Jahrhundert des Blutes, denn die Handelsniederlassung Volantis wollte sich im Machtvakuum, das Valyria hinterließ, an die Spitze stoßen. Volantis zog in den Krieg gegen die anderen Kolonien und sämtliche Städte im Westen von Essos verbündeten sich gegen Volantis. In einem hundertjährigen Krieg wurde Volantis geschlagen. Die Städte etablierten ihre Unabhängigkeit und wurden zu den freien Städten von Essos. Während dieses Jahrhunderts wurden die letzten Drachenherren samt ihrer edlen Geschöpfe getötet. Auch der junge Aegon Targaryen I. kämpfte im Jahrhundert des Blutes gegen Volantis mit, aber Aegon hatte schon immer seinen Blick gen Westen gerichtet. Heute hört man unheimliche Geschichten über Valyria. Das Gebiet ist mittlerweile als das rauchende Meer bekannt. Wer sich hier hinwagt, kommt nicht wieder heraus. Einige Seefahrer behaupten, dass jeder, der seine Augen auf die Küste des rauchenden Meeres liegt, verflucht sei. Der verwegene Euron Graufreud behauptet aber, durch das rauchende Meer gesegelt zu sein und dort ein magisches Drachenhorn gefunden zu haben, mit dem man Drachen kontrollieren könne. Die Straßen, die Valyria mit der Sklavenbucht verbindet, die heißt Dämonenstraße. Sie wird von allen Reisenden gemieden, denn in diesen Gegenden sollen sich noch immer Dämonen finsterster Art aufhalten. Einst führten die prächtigen valyrischen Straßen auch in die Stadt Mantaris. Vor langer Zeit war sie wunderschön und reich, aber mittlerweile genießt die Stadt einen unheimlichen Ruf. Sie wird die Stadt der Ungeheuer genannt, weil hier nur entstellte und verkrüppelte Menschen geboren werden sollen, woran die Nähe zur Dämonenstraße verantwortlich gemacht wird. Auch die ehemaligen Städte Oros und Tyria und viele weitere unbekannte Siedlungen der Valyrer sind mittlerweile nicht mehr als Ruinen. Die Halbinsel, auf der sich der Freistaat von Valyria befand, ist durch die 14 Flammen in Stücke gerissen worden. Die Stadt Valyria wurde durch den Ausbruch von den Ländern des langen Sommers getrennt. Es ist nur schwer vorstellbar, wie das Reich einmal aussah. Gigantische Türme und riesige Sphinxen aus Drachenstein sollen das Stadtbild geprägt haben. Auf das Verhängnis von Valyria und dem Jahrhundert des Blutes folgte Aegons großer Eroberungsfeldzug in Westeros. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Sven, du bist Mad Painter und arbeitest an Game of Thrones und hast diese unglaublichen Paintings von Valyria mitgemalt. Wie zum Himmel schafft man es, etwas so Gigantisches und so Komplexes wie den Freistaat von Valyria zu illustrieren? Wo fängt man da an? Tatsächlich kam mir Valyria in der Serie zu klein vor. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben die Bücher ein paar Mal gelesen, ein paar Mal gehört und es wird immer von diesen gigantischen Türmen gesprochen, die auch unten beispielsweise keine Eingänge haben, weil hatten sie ja nicht nötig, die konnten ja alles fliegen. Mhm. Und dann gab es dieser Doom of Valyria, diese riesige Katastrophe, aber selbst die konnte ja eine so gigantische Stadt oder auch Städte, sind ja glaube ich 3 oder 4 damals gewesen, konnten die ja nicht komplett verschlucken. Also es müssen ja irgendwelche Überreste da sein. Und das hat mich gereizt. Wie sehen denn diese Überreste aus? Und zwar nicht einfach nur beim Vorbeifahren, wie man es in der Serie sieht, weit entfernt. Nämlich, was ist, wenn ich wirklich in dieses Areal tief eindringe da, und mir zwischen den Ruinen quasi durchfahre? Wie könnte das aussehen? Und das ist schwer. Ja, das war schwer, sich da ranzutasten, so, dass es groß aussieht. Also ich habe natürlich angefangen mit Scribbles und Überreste von Türmen, aber es sah immer kleiner aus. Es ist furchtbar, es sah immer kleiner aus. Und dann im nächsten Schritt habe ich dann halt überlegt, okay, das ist der falsche Weg. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie könnte die Architektur aussehen. Welche Architektur sieht denn gigantisch aus? Und dann ist man relativ schnell zu so monumentaler Architektur gekommen, die wenig filigrane Elemente haben, große Flächen. Große Flächen wirkt gleich auch dann immer gigantisch, weil man eben die Größenverhältnisse nicht mehr richtig einordnen kann. Also es kann entweder schief gehen, es wirkt sehr klein, oder sehr gigantisch. Man muss sich ja halt so durchmanövrieren dann. Und dann bei einem Fotoshooting in China, in Gaolin, das ist im Süden, da gibt es so Kanäle und da gibt es auch so riesige Zuckerhüte, das sind so Felsen, die bewachsen sind, habe ich gedacht so, wow, die wirken groß, die hatten mal das Gefühl, die haben ein Volumen. Wenn man da mit einem kleinen Boot durchfährt, dann fühlen die sich gigantisch an. Und das ist ja eigentlich genau das Gefühl, was du auch haben möchtest, wenn du an den Ruinen vorbeifährst. Diese riesigen Gebäude quasi, die müssen gigantisch, die müssen sich einfach schwer anfühlen. Und es hat halt geholfen, dass in dieser Region, Guilin, dass diese ganzen
Felsen, dass die bewachsen waren. Man hat nicht so richtig gesehen, was dahinter ist. Ja. Und das fand ich spannend, einfach zu sagen, okay, ich will nur dieses Volumen zeigen von diesen Stelen, die noch übrig sind. Ich erkenne aber gar nicht mehr viel Architektur, weil die mittlerweile nach den vielen Jahrhunderten eben komplett überwuchert ist. Und das regt natürlich die Fantasie an. Weil man eben nur so, man sieht immer nur so Sneak Peeks, man kann sich immer nur so vorstellen, ah, so könnte das ausgesehen haben, aber eigentlich ist es zerstört und überwuchert. Das finde ich immer am spannendsten an einem Painting, wenn du als Betrachter deine eigenen, wenn du das ergänzt, wenn du das vervollständigst, wenn du also nur so ein paar kleine Hints bekommst und der Rest findet in deinem Kopf statt. Damit aktiviert man einfach den Betrachter. Das ist immer am schönsten, das macht am meisten Spaß. Kommst du dann in so einen Prozess, wo du Tunnelblick hast und einfach dich komplett in der kreativen Arbeit verlierst? Oder ist das auch immer analytisch in irgendeiner Weise? Ja, die Analyse, nee, ja, beides. Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr theoretisch an die Sache rangehe. Ich fange erstmal an zu schreiben. Also bevor ich anfange zu malen, notiere ich mir erstmal die Eckpfeiler. Ich habe dann so ein vollgeschriebenes Blatt, was nur ich entziffern kann und sonst keiner. Und dann setze ich mich eigentlich erst hin und fange an zu malen. Und dann ist es immer wieder so, dass man eben in so einem, in einem Tunnel drin ist, dann malt man 8 Stunden am Stück, ohne zu trinken und ohne zu essen. Und dann lehnt man sich zurück, weil man irgendwann nicht mehr kann und schaut sich an. Und dann fängt dieser Analyseprozess. Funktioniert es jetzt? Ja oder nein? Woran liegt es? Und dann geht man die ganzen Schritte durch, quasi so, was könnte man besser machen, was funktioniert jetzt schon, was sollte ich lieber wieder rausschmeißen. Und welcher Aspekt bei Valyria war bei dir so besonders im Mittelpunkt? Was hat dich da so besonders fasziniert? Inhaltlich? Inhaltlich? Ja. Ich finde die Architektur toll zu sagen, in dem Buch wird beschrieben, dass die Valyria fähig sind, das Stein zu schmelzen und neu zu formen. Und das Interessante an Game of Thrones ist es ja immer, dass du dich bewegst zwischen so einer Geschichte und einer Sage und wirklich Realität. Also die Drachen sind da so ein bisschen eine Ausnahme, aber du wirst immer so auf, du weißt zum Beispiel auch nie, ob Magie wirklich existiert. Ja, das ist immer so ein Wechselspiel. Dann wird es für kurze Zeit wieder bewiesen, dann merkst du wieder, dass es doch nur Taschenspielertricks sind. Und bei den Sagen ist es ja genauso. Also wenn du nur weißt, wie Valyria früher ausgesehen hat, nämlich dass die Stein geschmolzen haben, wie viel Wahrheit ist da dran? Oder sind die einfach nur in einer Vulkanlandschaft quasi groß geworden, wo der Stein ohnehin flüssig war oder sich in bestimmte Formen gedrückt hat und dadurch so aussieht, als ob es Türme wurden? Und ich finde, das wurde auch ganz schön mit Dragonstone dargestellt. Also Dragonstone hat ja auch mehrfach den Standort gewechselt in der Serie. Und zum Schluss haben die eine Bucht gewählt, wo du eben auch Steine siehst, die sich so vulkanisch eben so hochgedrückt haben, verformt haben. Und das fand ich super spannend, ja, weil es sah aus wie so Türme. Und das war auch der Ansatzpunkt, eben zu sagen, aus diesem Material, was sich neu geformt hat, aus diesem Vulkanmaterial, schaffen wir jetzt Türme. Und da meißeln wir quasi die Türme raus. Vala Morghulis. Ups, Mautsch.